Mein heutiger Gast ist in Zürich zugeschaltet und es ist die Janine Bohrer. Janine, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Danke vielmals für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, weil du bist ja selbstständig und freischaffende Journalistin, Podcasterin, Moderatorin und Autorin und führst deine Comunique GmbH. Und ich freue mich eben, dass wir über dein Leben mal sprechen können, deine Entwicklung und das, was du heute machst letztlich. Und was mich auch dabei interessiert, ist so der Schritt in die Selbstständigkeit. Warum und wieso? Und das würde ich ganz gern mit dir noch kurz beleuchten. Jetzt, Janine, viele kennen dich, aber vielleicht der ein oder andere kennt dich noch nicht. Wie stellst du dich am liebsten neuen Menschen vor, die du noch nicht kennst? Das ist eine sehr gute Frage. Und es kommt ganz darauf an, ob ich mich beruflich vorstelle oder ob ich mich im privaten Raum vorstelle. Weil ich finde, in der Schweiz geht so viel Persönlichkeit über die Berufsvorstellung. Ich glaube, eine der ersten Fragen, wenn man jemanden Neues kennenlernt, ist ja, was machst du beruflich? Und ich versuche das nicht so zu machen. Ich versuche eigentlich zu fragen, wer bist du? Was für ein Mensch bist du? Und so stelle ich mich im privaten Leben auch eher vor. Nicht gerade, was ich mache und was ich habe. Und im beruflichen Kontext, und ich gehe davon aus, die Frage zielt auf den beruflichen Kontext, da stelle ich mich jetzt als Journalistin und Podcasterin vor. Ich hatte aber eine Weile, bis ich das so tun konnte. Als Journalistin konnte ich mich immer vorstellen, das war kein Problem, das zu sagen. Und Podcasterin, weil das irgendwie, die Menschen kennen das nicht, die finden das auch ein bisschen komisch. Da habe ich oft gesagt, ja, ich bin Journalistin und ja, und Podcasterin, so ganz unsicher. Und erst mit der Zeit, auch aufgrund von Feedback von außen, habe ich gelernt zu sagen, ich bin Journalistin und ich bin Podcasterin und ja, ich verdiene mein Geld damit. Sehr schön, das ist wunderbar. Jetzt nimmt mich natürlich schon ein Wunder, wenn wir jetzt uns im privaten Umfeld kennenlernen würden. Wie würdest du dich da vorstellen? Wahrscheinlich würde ich nicht irgendwelche Adjektive brauchen und sagen, ich bin das, 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 ich bin neugierig, ich mag es, aus der Komfortzone rauszugehen, sondern ich finde, wenn man über Dinge spricht, über Gedanken, über Sachen, dann kommt die Persönlichkeit hervor. Und ich glaube, so zeige ich mich. Ich bin ein Mensch mit Tiefe. Ich mag es aber auch Smalltalk an einer Bar. Also ich habe dieses Spektrum, ich kann ein bisschen bla bla bla, Witze da, Sprüche da und kann aber 5 Minuten später total in die Tiefe gehen. Und ich glaube, wenn man jemanden kennenlernt, auf dieser ganzen Klaviatur spielt, dann kommt total viel Persönlichkeit rüber und dann merkt man, wer ist dieser Mensch, ohne was macht sie jeden Tag in ihrem Alltag. Darf ich dir was verraten? Wo wir uns kennengelernt haben in Basel bei den Sustainability Days, da stand ich neben so einem ganz kleinen Auto, einem äußerst kleinen Auto. Und die Art und Weise, wie du da mit mir geredet hast, das war von einer Ebene, so mit, ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, wirklich so Tiefgang und einer Natürlichkeit, die es selten noch gibt. Also fand ich ganz, ganz berührend. Und dann habe ich dich auf der Bühne gesehen, wie du die Moderation gemacht hast und gesagt, ah, das war die nette Dame von vorher. Also wirklich ganz, ganz toll. Es war für mich eine sehr berührende, angenehme Begegnung. So möchte ich das sagen. Das ist ein sehr, sehr schönes Feedback. Danke vielmals. Was man selten hat. Warum eigentlich? Ja, da könnte man sich wirklich fragen, warum eigentlich? Das war so. Ich meine, wie soll ich sagen? Ja, es ist wahrscheinlich irgendwie Frau, Mann natürlich und kommt man zusammen und irgendwie war das nicht so ein Thema und das fand ich sehr, sehr schön. Es war einfach, man war da und es war die Situation mit dem Auto und völlig, völlig relaxed und das fand ich extrem, wirklich extrem angenehm. Und das habe ich sonst nicht und ich weiß nicht genau, warum das eigentlich noch nicht so ist. Das könnte doch vieles so einfach sein, würde ich an der Stelle sagen. Und ich glaube auch, dass es den Menschen gut tun würde, wenn es mehr solche Begegnungen gäbe. Dass man einfach kurz miteinander interagiert
weil es einfach eine schöne Stimmung gibt und dann kann man sich ja wieder lassen. Das heißt ja nicht, dass es verbindlich irgendwas sein muss. Genau. Es macht einfach einen schönen Moment, man geht zufrieden und ich glaube, das würde uns als Gesellschaft total gut tun. Absolut. Wenn wir nochmal zurückgehen auf deine Laufbahn, auf deine Karriere, wie hat sich das eigentlich mal entwickelt bei dir? Was hast du mal gelernt oder auch mal studiert? Ich weiß, du kommst aus dem Sportumfeld, aber vielleicht kannst du es nochmal kurz selber nochmal darstellen. Als Kind hatte ich den Traum, dass ich Jura studieren möchte und in einer Menschenrechtsorganisation arbeiten möchte, weil Gerechtigkeit für mich als Kind ein wichtiges Thema war. Nach der Matur haben dann alle gesagt, ah, du gehst sowieso Sport studieren, weil meine besten Fächer waren Sprachen, also vor allem Fremdsprachen und Sport. Und es war für alle logisch, ich komme auch aus dem Leistungssport, ich gehe Sport studieren. Und ich dachte mir so, hey, Moment mal, ich kann im Fall noch anderes als einfach nur Sport machen. Und habe mich dann in der Uni eingeschrieben, in Fribourg, bei Bern, und für das Jurastudium. Und ich war da ein Jahr lang und habe mich jeden Tag gefragt, was mache ich da eigentlich? Aber mein Kopf hat es wie nicht zugelassen, das aufzugeben frühzeitig, weil ich habe auch gelernt, was man anfängt, das macht man fertig, man steht zu dem, man muss auch mal gewisse Dinge aushalten und man muss mal gewisse Dinge einfach durchgehen. Und nach einem Jahr habe ich gedacht, nein, es geht wirklich nicht. Das interessiert mich einfach null und diese Mentalität im Jurastudium war nicht meine. Also habe ich abgebrochen, ich ging reisen und habe dann mit dem Sportstudium, das, was alle mir vorhergesagt haben, in Basel begonnen. Habe Sport studiert, aber auch dort gemerkt, Sport ist meine Leidenschaft. Ich liebe die Bewegung. Ich liebe es auch, Schülerinnen und Schüler oder Menschen zu bewegen. Und ich meine das nicht mal nur physisch, sondern auch anders. Aber die ganze Zeit 100% in einer Sporthalle zu verbringen, das konnte ich mir trotzdem nicht vorstellen. Und war dann zu dieser Zeit, während dem Sportstudium, war ich Präsidentin der Fachschaft. Das heißt, ich habe die Sportstudierenden gegenüber der Leitung vertreten. Und in dieser Rolle habe ich von einem Regionalradio eine E-Mail erhalten. Die haben gesagt, hallo, unbekannt, wir suchen Sportreporterinnen und Sportreporter. Kannst du das bitte all den Sportstudierenden weiterleiten? Und dann habe ich dieser Person zurückgeschrieben und gesagt, selbstverständlich, das mache ich. Ich werde mich aber auch gleich selbst bewerben, weil das Radio, das war für mich schon immer eine Faszination pur. Also ich bin wirklich begeisterte Radiohörerin immer noch. Ich glaube auch an das Überleben von Radio. Ich habe als Kind immer Radio gespielt. Ich habe vor der Matur schon ein Praktikum mal gemacht bei Kanal K. Das war etwas, das hat mich fasziniert. Ich war aber mega schlecht. Also bei Kanal K habe ich gemerkt, da hat es Menschen, die können total eloquent sind, die beim Sprechen. Und das bin ich irgendwie nicht. Ich brauche mehr Skript, ich bin unsicher und so. Und habe mir aber gesagt, ich will das lernen. Ich habe mich dann beworben bei diesem lokalen Radio und habe die Stelle bekommen. Zwar nicht als Sportredaktorin, weil bei diesem Lokalradio war Fußball ein Riesenthema. Und Fußball, ganz ehrlich, interessiert mich einfach nicht. Und zwar der Sport per se interessiert mich nicht. Bloß die Menschen, die Fußball prägen, interessieren mich nicht. Ich bin doch die langweiligsten Sportlerinnen und Sportler. Mich interessieren Randsportarten, weil ich habe wie das Gefühl, dahinter steckt noch so viel mehr. Die müssen so viel auf sich nehmen. Auf alle Fälle, ich habe dann einen ganz normalen Redaktionsjob bekommen und habe den dann auch gemacht, 3 Jahre oder so, bis dann das Radio Konkurs ging und dann habe ich die Stelle gewechselt und parallel immer noch Schule gegeben, und bin dann in die kantonale Verwaltung gewechselt zum Sportamt. Also Sport ist wirklich ein roter Faden durch mein Leben, und war dann beim Sportamt, bis ich dann wieder zurückgewechselt habe zu SRF. Okay. Und dann bei SRF, wie ist dann weitergegangen? Ich habe beim Sportamt gekündigt, weil es mir gesundheitlich oder psychisch nicht gut ging. Ich hatte einen Tinnitus
der bei mir sehr viel ausgelöst hat, der mich immer wieder die Frage stellen ließ, auf was höre ich nicht in meinem Leben? Was will dieses Piepsen in meinem Ohr, das mich nicht mehr denken, nicht mehr schlafen lässt? Was möchte mir das sagen? Und was mache ich in meinem Leben vielleicht nicht so, wie es meinem Naturell entspricht? Und das hat mich in eine unglaublich tiefe Krise gestürzt. Ich habe alles hinterfragt. Ich habe meine Beziehungen hinterfragt mit Freundinnen und Freunden. Ich habe meine Liebesbeziehung hinterfragt. Ich habe meine Beziehung zu meiner Mutter hinterfragt. Ich habe meinen Wohnort hinterfragt. Ich habe meinen Beruf hinterfragt. Das war wirklich eine tiefste Krise. Und habe dann eine Auszeit genommen, ging nach LA. LA ist für mich Mindset pur. Die Menschen dort, die sind so ein bisschen Trial and Error. Die versuchen was, die scheitern. In Anführungsschlusszeichen, ich mag dieses Wort überhaupt nicht. Die probieren was, es geht vielleicht nicht. Die sind am Boden, sie stehen auf und probieren das Nächste. Und dieses Mindset, das gefällt mir, das fehlt mir auch in der Schweiz. Hier sind wir, als ich dann die Stelle im Sportamt gekündigt habe, war die Reaktion, wie kannst du eine Verwaltungsstelle kündigen, das so viel Sicherheit gibt, die so viel Sicherheit gibt? Auf alle Fälle, ich kam zurück und wusste, okay, ich kündige meinen Job ins Blaue. Möchte einfach mal spüren, wo es mich eigentlich hintreibt. Und dann habe ich einen Telefonanruf bekommen vom Leiter von SRF, vom Regionaljournal Basel. Und der hat gesagt, hey, es ist deine Stelle ausgeschrieben, hättest du Lust, 80%, du kannst dich bewerben. Das habe ich gemacht. Ein bisschen contre-cœur, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war so ein bisschen, ah, ich möchte meine Freiheit, ich möchte mal spüren, was es eigentlich noch so gibt im Leben. Und habe ich beworben, habe die Stelle bekommen, habe sie angefangen. Und so bin ich wieder zurück ins Radio und hatte auch das Privileg, bei SRF einzusteigen, weil das wollen eigentlich alle, die in den Medien arbeiten. Und so viele probieren und probieren und schaffen es nicht. Und ich habe es irgendwie geschafft. Und ich glaube auch, ich war damals von der Qualifikation her gar nicht wirklich geeignet, aber sie brauchten eigentlich einfach eine Frau. Also ich hatte dort Glück und bin dann aber ziemlich schnell, konnte ich mich etablieren und hatte meine Stärken waren dann ziemlich schnell klar und dann wusste ich auch, ich gehöre wirklich hierhin. So hat sich das irgendwie ergeben. War dann 5 Jahre lang beim Regionaljournal Basel als Produzentin, Redaktorin und Moderatorin, bis dann der nächste Wechsel anstand. Okay, bevor wir zum nächsten Wechsel kommen, noch ganz kurz auch wieder da ein Hinweis, dass du da wirklich dich hinterfragt hast, auch mit dem Tinnitus zu sagen, was höre ich nicht? Auch sich die Frage so zu stellen, finde ich großartig, weil genau das machen ja viele nicht. Aber man hätte die Chance, ja auch bei so einem Ereignis, wo dein Körper ja betrifft, auch mal zu sagen oder sich zu fragen, Moment, was will mir das sagen? Und du hast das gemacht, du hast dahin gehört und bist da reingegangen. Also auch da, wow, Gratulation, finde ich super. Danke, ich glaube tatsächlich, ich habe die feste Überzeugung, dass Symptome uns was sagen wollen. Und ich habe sie auch gespürt, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, dieses Gefühl im Bauch, das immer wieder kommt und irgendwas sagt, das kann in einer Liebesbeziehung sein, so, hä? Und wir sind so gut, wir schieben es wieder auf die Seite. Und dann ist Ruhe und es kommt wieder. Dieses Gefühl, dass uns irgendwas sagen möchte, hey, bin ich da wirklich am richtigen Ort? Und ich glaube wirklich, das macht uns krank, wenn wir das immer wieder tun. Und diese Häufigkeit, dieses Bauchgefühls kam immer wieder häufiger und ich musste es, die guten Phasen wurden immer weniger. Und ich habe trotzdem immer noch nicht hingehört, ich habe nichts verändert. Und dann hat das mir einfach wirklich gezeigt, weil ich konnte wirklich nicht mehr schlafen. Ich war wie gelähmt. Und ich hatte für mich wie keine andere Wahl vielleicht, weil ich auch in meinem Leben entscheide, ich lebe gesund und nicht krank. Sehr schön. Ja, es ist ein sehr schönes Beispiel, weil wir sagen das auch immer wieder, dass man auch dahin hören soll. Wir erlebt es ja vielleicht auch selber und du hast das jetzt für dich jetzt auch durchlebt und finde es auch schön, dass du das wirklich auch gemacht hast und hingehört hast und auch entsprechend da Kraft wieder daraus gewonnen hast. Genau. Jetzt zu diesem nächsten Wechsel, das würde mich noch interessieren. Also vor allem auch, was hat dich dann bewogen, aus dieser doch vermeintlich sicheren Umgebung SRF da rauszugehen und dich selbstständig zu machen?
Bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich intern noch gewechselt. Ich funktioniere vielleicht auch so, dass ich mag keine ersten Male. Wenn ich etwas zum ersten Mal machen muss, dann bin ich unglaublich angespannt und vielleicht sogar mehr wie alle anderen. Gegen außen gebe ich mich zwar cool, aber innerlich finde ich es sehr, sehr, sehr schwierig. Das kann sein, das erste Mal auf einer Bühne. Das kann aber sein, auch das erste Mal Radio produzieren. Einfach neue Funktionen oder so finde ich so. Kann ich das, weil ich es irgendwie gut machen möchte. Also mein eigener Leistungsdruck wird mir da zum Verhängnis. Ich funktioniere aber auch so, wenn ich dann das erste Mal hinter mir habe, dann finde ich es nach dem fünften Mal schon fast ein bisschen langweilig. Und beim Lokalradio, das wissen wir alle, die Ereignisse, die wiederholen sich. Es ist jedes Jahr Basler Fasnacht. Es ist jedes Jahr 1. Mai-Demonstration. Und irgendwie beißt sich das manchmal ein bisschen in den Schwanz und die verschiedenen Ansätze, die hat man ausgelotet. Und nach 5 Jahren Regionaljournal in einem super Team, wirklich, ich liebe Radio. Unglaublich habe ich wie gemerkt, ah, ich muss weiter. Und dann war eine Stelle ausgeschrieben bei SRF Sport, beim Fernsehen. Die Bewerbung war so formuliert, da waren irgendwie 10 Anforderungspunkte und ich habe 9 erfüllte ich zu 100% und einer nicht. Das war Fernseherfahrung. Ich hatte keine Fernseherfahrung. Ich habe noch nie mit dem Bild gearbeitet und habe mich trotzdem beworben und da kam zurück, hey, super Bewerbung, aber dir fehlt die Fernseherfahrung. Sag ich, ja, okay, und wie komme ich zu der? Und dann haben sie mir ein Praktikum angeboten. Also es war ein Redaktionsaustausch. Ich habe dieses ein halbes Jahr fürs Fernsehen gearbeitet als Praktikantin, habe mir Fernseherfahrung angeeignet und habe dann die Stelle angetreten. Und bin so zu SRF Sport gekommen, was auch ein Traumjob war. Als Kind habe ich Sport konsumiert a gogo. Und ich wollte eigentlich immer das Sportpanorama beziehungsweise Sport aktuell, das sind so zwei Sendungen im Schweizer Fernsehen, moderieren. Das war so mein Traum. Und die Stelle habe ich angenommen, aber auch dort wusste ich, das wird schwierig. Weil das Konstrukt, die Struktur bei SRF Sport, das war nicht meine. Ich funktioniere nicht so sehr fest hierarchisch. Ich funktioniere auch nicht so fest fremdbestimmt. Und ich wusste, SRF Sport war sehr fremdbestimmt. Mit Dienstplänen, mit Arbeitszeit, mit 3 von 4 Wochenenden arbeiten. Das war mir, und immer am Abend arbeiten. Das war mir einfach zu eng und das wusste ich schon, als ich dort begonnen habe. Und nach 2, 2,5 Jahre, auch hier habe ich immer gesagt, ah, komm, ich arrangiere mich mit dem und das ist schon gut und so. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, nein, es macht mich nicht glücklich. Ich bin nicht zufrieden. Ich muss mir eingestehen, auf dem Papier war das ein Traumjob. Jetzt lebe ich die Realität. Ich bin mega froh, habe ich es ausprobiert. Weil sonst würde ich immer sagen, hätte ich doch, hätte ich doch, hätte ich doch. Ich weiß es, es ist nichts für mich. Es sind so viele Dinge, die in dieser Struktur SRF Sport für mich persönlich nicht gestimmt haben. Und darum muss ich gehen. Okay. Du bist dann gegangen und hast dich dann wirklich dann selbstständig gemacht. Das ist doch ein ganz, ganz großer Schritt. Was hat dich wirklich bewogen, dann dein eigenes zu machen? Das ist doch sehr mutig letztlich. Es sind zwei Dinge. Ich glaube, das eine ist wirklich diese Unzufriedenheit im Status quo, diese Unzufriedenheit bei meinem Arbeitgeber, bei dem ich war, da ich wusste, ich muss was ändern. Und das andere ist wirklich diese Selbstbestimmtheit, die mich gereizt hat. Ich wollte einfach probieren, wie fühlt sich das an, wenn man das eigene Geld verdient, wenn man in Unsicherheit ein bisschen lebt, nicht weiß, was kommt als nächstes. Ich wollte mehr bewirken. Ich konnte bei SRF Sport nichts bewirken, was mir wirklich wichtig war. Ich wollte, oder ich will immer noch, und das ist ein ständiges, das ist nicht abgeschlossen, indem man sich einfach selbstständig macht. Ich suche immer wieder nach dem Sinn meiner Arbeit und das verändert sich manchmal auch. Ich weiß, dass ich als Janine Bohr die Welt, ich kann sie nicht verändern. Ich kann diese Weltordnung nicht verändern, aber ich kann meine kleine Welt, in der ich mich aufhalte, dort kann ich bewirken. Und das versuche ich. Und das hat mich gereizt. Obwohl, als ich mich selbstständig gemacht habe, Christoph, ganz ehrlich, hatte ich
Ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich genau soll. Weil ich konnte mir auch nicht vorstellen, wie man mit Podcast Geld verdient. Ja. Ja. Und wir erinnern uns alle, vielleicht nicht mehr ganz so stark, aber wir erinnern uns alle noch an Covid. Und am 1. März habe ich mich entschieden, also 2020, bevor das Lockdown-Zeug, habe ich mich entschieden, also ich kündige, ich mache das. Dann habe ich meine Kündigung geschrieben und habe die aber nicht abgegeben, sondern ich wollte einfach mal fühlen, wie sich das anfühlt, wenn ich die ausdrucke, in meinen Händen halte und in einem Rucksack mittrage. Und das fühlte sich extrem gut an. Und dann kam dieser 17. oder 16. oder 18. März, keine Ahnung mehr, als das Bundesrätin Sommaruga sagte, so, Lockdown, dachte ich, vielleicht jetzt doch nicht gerade. Jetzt warte ich mal kurz, weil das ist schon ein bisschen komisch, was da gerade passiert. Und habe dann die Kündigung Ende März nicht abgegeben, aber Ende Mai wusste ich, nein, nein, diese Restangst, die man hat, wenn man ins Ungewisse geht, einfach so das Nichtwissen, was kommt, nicht wissen, wie es weitergeht, diese Restangst, die geht nie, nie, nie weg. Man kann noch so lange warten. Die verschwindet nie. Man muss in die Angst hineingehen und dann merkt man, ah, wo ist sie eigentlich? Und als ich das realisiert habe, wusste ich, ich kann jetzt schon noch sagen, ah, jetzt ist Covid, jetzt warte ich noch mal ein halbes Jahr. Und was kommt dann? Man hat immer Ausreden, warum man nicht in diese Restangst gehen kann. Und das habe ich wie bei mir durchschaut und sagte, nein, das lasse ich nicht zu. Ich mache das jetzt, no matter what. Und es gibt auch den Punkt, da dachte ich mir, und es tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber ich bin eine weiße Frau, ich bin Schweizerin, ich trage einen Schweizer Namen, ich war damals Ende 30, also irgendwie 37 oder so, ich bin gut ausgebildet, ich bin vernetzt, ich habe ein Netzwerk, ich bin mir nicht zu schade, irgendeinen Job zu machen. Wirklich nicht? Was kann mir wirklich passieren? Also wenn das, was ich mir vorstelle, nicht klappt, dann habe ich so viele Pläne B, C, D, E, F, G. Da gehe ich in ein Restaurant arbeiten, ich gehe zurück in die Schule, ich mache Velokurierin, ich gehe putzen, ich gehe ins Altersheim. Ich keine Ahnung. Ich weiß, dass ich immer irgendwie genug Geld verdienen werde, um irgendwie mein Essen und meine Wohnung zu zahlen. Und das hat mich so ruhig gemacht, weil ich wusste, das Netz in der Schweiz für mich als Person ist so engmaschig. Und da dachte ich, wenn ich diesen Schritt nicht wagen kann, wer dann? Also ich muss. Wieder so ein weiser Ausspruch von dir. Und zwar, wie du gesagt hast, man muss in die Angst hineingehen. Ich erinnere mich da noch an Jens Korsten, ich weiß nicht, ob du ihn zufällig kennst, der Selbstentwickler, ganz, ganz spannend. Muss mal eingeben, Jens Korsten, also Corsen. Er sagt, die Angst ist das Tor zu mehr, also zu mehr Erfüllung, zu mehr Freude, zu mehr whatever. Ja, so. Und du bringst das auch so ganz natürlich, sagst du das, und ich denke, wow, wie cool ist das denn? Ja? Und das ist, wie gesagt, extrem weise und ganz viele machen das nicht, sondern lassen sich danach von dieser Angst beherrschen und ja, kommen dann auch nicht weiter und hast den Weg, bist Weg gegangen auch und machst heute etwas, was dich offenbar auch erfüllt. Und eben, du sagst ja, du bist ja Journalistin und Podcasterin und hast schon gesagt, ja, wie viel verdient man dabei Geld? Das würde mich natürlich auch interessieren, wie verdient man Geld als Podcasterin? Da wird sich der eine oder andere auch fragen, wie macht man das denn? Ja, als ich bei Covid, also ich wusste, wie ich möchte das Podcasting machen, weil Audio mein Element ist. Ich liebe Audio. Ich finde es jetzt fast schlimm, dass das noch gefilmt wird, aber ich liebe Audio. und ich wusste, ich habe schon mit 18, 19, 20 mit Moderationen angefangen auf der Bühne. Und da wusste ich, wie, okay, dieser Pfeiler, der funktioniert. Also ich kann eben, wenn ich ein, zwei Moderationen im Monat habe, dann habe ich schon einen Grundstock an Einkommen, das funktioniert irgendwie. Aber natürlich, wir wissen alle, September 2020 war nicht so viel mit Events. Also brach das weg. Aber ich wusste das auch. Mir war das schon bewusst. Und
Dann kamen wie andere Angebote, zum Beispiel Medienschulungen habe ich in dieser Zeit viel gemacht, weil die Menschen und die Firmen hatten plötzlich Zeit für solche Sachen. Das habe ich angenommen. Plus Podcasts wurden halt gefragt, weil es ein Medium war, während dieser Covid-Zeit die Menschen zu erreichen. Und ja, so wurde es an mich herangetragen irgendwie. Dann kam die Kantonspolizei Basel-Stadt, die gefragt, die gesagt hat, möchten gerne einen Präventionspodcast machen, wo wir die Menschen aufklären für gewisse Dinge. Swiss Olympic kam, die wollten etwas für Frauen im Spitzensport machen. Und so ist das irgendwie entstanden. Und ja, ich verdiene mein Geld bei Podcasts mit Aufträgen. Ich würde es nicht nur sagen, also doch, es ist corporate, es ist vielleicht nicht wahnsinnig journalistisch, also doch, es ist schon journalistisch, aber es ist nicht, es ist bezahlte Arbeit, es ist corporate. Dort habe ich mein Einkommen und dann habe ich nebenbei einfach noch meine Ideologie, die ich verpodcaste, wo ich weniger Geld verdiene, vielleicht auch ein bisschen, aber nicht so, dass es wirklich reicht zum Überleben. Aber ich merke, und das ist das Wunderschöne, seit ich selbstständig bin, habe ich wieder Muße und Zeit für Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Vorher war ich in einem Hamsterrad und die Freizeit, die ich hatte, die musste ich zum Erholen brauchen oder zum Sport machen. Und jetzt merke ich, ich kann meinen Alltag so frei gestalten, dass es Platz hat für Dinge, für die ich einfach Zeit investieren möchte. Und so entstehen auch Podcasts. Ich mache den Zurich Pride Podcast, das ist für die queere Community. Wir machen da, wir, ja, also ich lade da Gäste ein und spreche mit Menschen über ihre Biografien. Auch es geht sehr viel um Vorbilder. Wir waren auf Tour mit einer Podcast-Idee, wo es um sexuelle Übergriffe geht. Und da haben wir einen Beitrag geleistet, um die politische Debatte anzustoßen, als es um das neue Sexualstrafrecht geht. Und das hätte ich vorher alles nicht machen können, weil ich nicht einfach eine Woche hätte blockieren können, um da in der Schweiz herumzufahren, um Frauen zu besuchen, die mir oder die uns von ihren sexuellen Übergriffen erzählen. Das hätte nicht funktioniert. Und das finde ich mega schön. Also ich hab bezahlte Aufträge und nebenbei kann ich einfach das machen, wo ich eben finde, kann man vielleicht ein bisschen was bewirken. Sehr schön. Okay. Das heißt, man kann dich sozusagen auch buchen. Also wenn jetzt, du hast jetzt Polizei gesagt vorher oder auch andere Organisationen, die sagen, sie möchten gerne ein Thema beleuchten via Podcast, würdest du das dann quasi für sie komplett übernehmen? Ja, es gibt ganz verschiedene Packages. Gewisse wollen einfach ein bisschen beratet werden. Wie funktioniert so ein Podcast? Wie baut man sowas auf? Was ist wichtig bei der Materialisierung? Und es gibt andere, die sagen, ja, mach doch du die Interviews, wir machen das Konzept. Und dann gibt es auch die, die mir alles abgeben. Die geben mir einfach das Thema. Und da mache ich die Konzeption, ich mache die Redaktion, ich mache die Produktion, ich mache den Schnitt, ich mache das Edit. Also es ist wie so die ganze Bandbreite. Okay, sehr, sehr. Okay. Gibt es für dich oder gab es natürlich auch wichtige Erkenntnisse in deiner Karriere, um deine Karriere sozusagen voranzutreiben, wo für dich nur wichtig waren? Welche möchtest du vielleicht mit uns teilen oder sagst, das war doch sehr wertvoll für mich und hat mir auch geholfen, meinen Weg zu gehen? Ich glaube, vielleicht muss ich wieder bei der Angst anknüpfen. Ich glaube, wir haben alle Ängste. Und wenn man sich immer am Resultat orientiert oder zu fest in die Zukunft schaut, dann werden diese Ängste nicht weniger. Und ich habe wie gelernt, Step by Step. Aber man muss einfach mal ins Handeln kommen. Man muss einfach mal den ersten Schritt machen. Und wenn wir bei der Selbstständigkeit bleiben, ich habe mich 2020, wie gesagt, im Mai habe ich diese Kündigung gemacht und im September war ich dann wirklich zu 100% selbstständig. Aber ich habe im 19 meine Firma gegründet. Ich habe das Ganze notariell mal gemacht, ich habe den Namen gesucht, ich habe mir ein Logo erstellen lassen, ich habe meine Homepage gemacht. Aber da war einfach mal, das war wie das Gefäß und das Raster. Und erst über ein Jahr später
bin ich dann diesen Schritt gegangen. Aber ich habe so ein bisschen Vorbereitungen getroffen. Ich glaube, es hätte mich gestresst, wenn ich am 31. August meinen letzten Arbeitstag bei SRF gehabt hätte und am 1. September die Selbstständigkeit hätte anfangen sollen. Aber ich hätte keine Homepage, ich hätte keinen Namen, ich hätte kein Logo und, und. Also es war ein Prozess. Und ein wichtiger Mensch in meinem Leben, die hat mir mal gesagt, die ist Unternehmerin und die hat mir gesagt, schaff zuerst Strukturen, die vielleicht ein bisschen zu groß sind und dann wachse hinein. Und ich finde das so gut. Ich finde das so gut. Dasselbe zum Beispiel auch, ich hätte eine Einzelfirma gegründet, weil ich dachte, ja, also das reicht, ich bin ja alleine. Und sie hat auch gesagt, mach eine GmbH. Du bist abgesichert, du weißt nicht, was passiert, du weißt nicht, wie du wachsen willst, aber limitiere dich nicht schon von Anfang an. Und das ist für mich, war für mich ein guter Ratgeber. Und dann glaube ich auch, dass sehr viel sich im Kopf abspielt. Die Selbstständigkeit ist nicht über Nacht entstanden. Das war immer etwas, das mich irgendwie fasziniert hatte. Und ich hatte aber auch immer das Gefühl, wie sollte das gehen? Wie machen die Menschen das? Und je mehr ich mich damit befasst habe, und das ist auch, ich glaube, das ist das Universum, das da irgendwie mitspielt. Es gab eine Phase, da habe ich nur selbstständige Menschen kennengelernt. Plötzlich kamen die in mein Leben, so wie wenn man sich vornimmt, ich suche jetzt mal alle gelben Autos. Plötzlich sind überall die gelben Autos da, weil die Wahrnehmung sich in diese Richtung schult. Und das waren alles Vorbilder, weil darunter waren Frauen und Männer, die hatten noch nie eine Anstellung. Die haben ihre Lehre gemacht und sind seit 20 selbstständig. Und ich denke so, ich bin bald 40 und habe solchen Stress damit und die anderen machen das. Also das war ist sicher auch irgendwie etwas. Und ich glaube, sorry, aber das Leben ist einfach nicht planbar. Und ich finde, mutig sein, in Anführungsschlusszeichen, einfach, ich möchte auch mit 80 noch Neues probieren. Neugierig, aus der Komfortzone gehen. Das zieht mich schon. Das hat auch bei der Selbstständigkeit, war das ein Thema. Sehr schön. Ich bin ja hier in Zürich das Berufungszentrum und stelle natürlich unseren Kandidaten immer so die Frage, was ist denn deine Berufung? Jetzt würde ich dir natürlich gerne die Frage stellen, was würdest du als deine Bestimmung, dein Life Purpose beschreiben wollen? Ich habe für mich wie gemerkt, dass es mir extrem wichtig ist. Oder sagen wir so, ich glaube, unserer Gesellschaft fehlt das Zuhören. Es haben so viele Menschen das Bedürfnis, sich zu reproduzieren und andere zuzutexten und nicht mehr zuzuhören. Und das führt dazu, dass man in dem eigenen Gedankenspektrum bleibt. Die sozialen Medien, die begünstigen das noch zusätzlich, weil man dieser Bubble irgendwie hängen bleibt. Und ich merke, dass ich mit meinen journalistischen Produkten, die jetzt weniger mit Corporate zu tun haben, sondern diejenigen, die ich selbst mache, dass einer meiner Purpose ist, ich wünsche mir, dass die Hörerinnen und Hörer, wenn sie das, was ich mache, zuhören, einen Moment innehalten und finden, Ach, so könnte man das auch sehen. Und nicht immer in diese Verneinung oder in diese, ja, das ist alles Mist oder so. Und ich finde, gerade Covid hat das noch mehr in unserer Gesellschaft geschürt. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, die anderen, die Bösen, die Geimpften, die Ungeimpften. Es war kein Perspektivenwechsel mehr möglich. Und ich bin so fest der Überzeugung, es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Genau. Und einfach, man kann ja die andere Sicht mal einnehmen und kann immer wieder zurück, aber bitte mal zuhören. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann hat die andere Person meistens auch ein bisschen recht. Also das ist wirklich einer meiner Purposes. Und das andere, was mir auch wichtig ist, eben gerade mit
zum Beispiel Hashtag MeToo, diesen Podcast mit den sexuellen Übergriffen, oder auch Zurich Pride Podcast, was um die queere Community geht. Ich möchte gerne Menschen eine Stimme geben, die sie vielleicht sonst nicht haben. Ich merke, dass ich die Mittel dazu habe, vielleicht auch ein gewisses Know-how, dass ich ein Grundinteresse an Menschen habe. Mich interessieren Menschen wirklich sehr. Und Menschen eine Stimme zu geben, eine Plattform zu geben, das ist mir mega wichtig. Das ist mir auch bei den Moderationen auf der Bühne mega wichtig. Du hast mich bei Bertrand Piccard wahrscheinlich gesehen. Bei ihm dem muss man die Plattform nicht geben. Aber es geht mir auf der Bühne nicht um mich. Es geht mir um die Person, die bei mir auf der Bühne steht. Und ich bin wie ein Mittel dazu irgendwie. Dasselbe wie du jetzt machst mit mir. Du gibst mir die Bühne und du stellst dich selbst nicht in den Vordergrund, sondern du regst mich zum Denken an. Und ja, dieser Perspektivwechsel auf der einen Seite und wirklich das Plattform geben, Stimme geben auf der anderen Seite, das ist mir schon mega wichtig. Schön. Es gibt auch so kleine Helferlein, die einem vielleicht auch den Alltag vereinfachen oder wo man gerne auch nutzt und hier an der Stelle vielleicht auch empfehlen kann. Was gibt es bei dir so vielleicht an Apps und Programmen, Internetressourcen, wo du sagst, die finde ich noch spannend und kann sie gerne empfehlen? Ich bin ein Riesenfan von Blinkist. Das ist eine App, die Bücher zusammenfasst in verschiedenen Längen, zwischen vielleicht auch nicht 10 und 20 Minuten. Und da gibt es noch Hörspiele. Und für mich ist das mega hilfreich, weil ich bin überhaupt kein materieller Mensch. Aber ich könnte Bücher jeden Tag kaufen. Nur das Leben ist zu kurz, um alle Bücher zu lesen. Und Blinkist hilft mir, mal in 10 Minuten einen Teil zu hören, merkt, okay, doch, das möchte ich mehr wissen, da kaufe ich jetzt das Buch. Oder sagen, okay, ich habe jetzt genug erfahren, das ist gut. Das ist wirklich es ist ressourcensparend irgendwie. Spotify auch, da höre ich auch, ich höre so viel Spotify, einerseits wegen Musik, aber vor allem auch wegen den Podcasts. Ja. Ich habe es immer wieder probiert mit anderen Apps, du hast im Vorgespräch Trello zum Beispiel erwähnt. Ich bin ganz schlecht in Organisation. Ich kann mir noch so gute Struktur geben, die funktioniert genau eine Woche und dann bin ich wieder aus der Struktur raus und bin im Chaos und funktioniert so, aber irgendwie auch trotzdem. Ja, Das ja. ist, das ist, das ist, ich probiere alles immer Struktur reinzubringen und ich scheitere immer wieder an derselben Struktur. Okay. Das ist doch wunderbar. Hast du auch ein paar Buchempfehlungen, bevor wir dann auch kurz über dein Buch dann sprechen? Ich kann extrem Mindfuck von Petra Bock Petra Bock, empfehlen. ja. Sie ist ein Coach. Und es gibt viele so Coaching-Bücher, die mit was auch immer Einstellungen, Mindsetten zu arbeiten. Aber ich finde irgendwie, ihr Ansatz, der gefällt mir und ich kann extrem viel damit anfangen, weil es geht um Blockaden lösen und um Glaubenssätze und um das eigene Kind erkennen und ins erwachsene Ich kommen und selbst für sich Verantwortung übernehmen. Und das fehlt mir manchmal auch. Also, dass immer andere sind schuld oder ich kann nicht, weil, oh nein, ich kann meinen Mann nicht verlassen, weil ich habe Kinder, oh nein, ich kann meinen Job nicht verlassen, weil ich habe einen Lebensstandard von 15.000 und. Uah! Das triggert mich. Und ich finde wirklich, also ich kann das Buch einfach empfehlen. Ich glaube, jede Person fühlt sich darin ertappt. Ja. Ich denke, ah, okay, gut. Ja, Genau. ja. Wurde auch nicht zum ersten Mal hier empfohlen. Ah, wirklich. Genau. Ein anderes Buch, das ich empfehlen kann, ich muss sagen, ich bin ein bisschen spirituell. Und das ist ein spirituelles Buch. Das ist von Mann Millman, Der friedvolle Krieger. Und das geht auch um die Haltung sich selbst gegenüber, um Selbstwertgefühl, um Dinge auszuprobieren, zu merken, wie man
alles schaffen kann. Und ich meine, das ist nicht in der Meritokratie. Ich meine das nicht, dass du musst das Leistungsprinzip, oh, du musst einfach probieren, dann geht es schon. Das meine ich gar nicht, weil das stimmt nicht. Ich glaube nicht daran, dass einfach arbeite genug hart und dann erreichst du alles. Das glaube ich wirklich nicht. Aber es geht dazu um denke groß und lebe deinen Traum. Und ich finde das einfach inspirierend irgendwie. Und dann reicht. Meritokratie, Ah, das jetzt Wort habe gut. ich gesucht. Okay, jetzt haben wir es noch. Das ist doch gut. Gibt es noch ein anderes Buch, bevor wir zu deinem kommen, oder ist das gut? Ist Dann okay. ist okay, sehr gut. Dein Buch, wo du auch geschrieben hast, was möchtest du da über Vorbild und Vorurteil sagen? Oder was kann man dazu noch sagen? Das ist ein Buch, ein Porträtbuch mit 28 Sportlerinnen, Spitzensportlerinnen aus der Schweiz. Das sind Kurzbiografien. Und was die Frauen vereint, ist, sie sind alle frauenliebend. Also es sind lesbische Spitzensportlerinnen in der Schweiz. Und wir haben zu fünf dieses Buch geschrieben. Und es ist ein Porträtbuch und ist auch, der Titel sagt es ja schon, Vorbild und Vorurteil. Das sind alles Frauen, die irgendwie hinstehen und auch für Homosexualität einstehen, für ihren Lebensweg einstehen. Und man denkt vielleicht, das sei einfach und ah, heute ist das doch kein Problem mehr. Doch, es ist das nach wie vor. Manchmal im Großen, manchmal im Kleinen. Und ja, das Buch geht nicht nur um die Homosexualität, sondern sind einfach diese Biografien dieser Frauen, die auch hier inspirierend sind, finde ich. Auch wenn man Sport gar nicht so mag und mit Homosexualität nichts zu tun hat. Ich habe auch Menschen, die das gelesen haben, gesagt, ich fand es total inspirierend. Es geht um Menschen. Es geht um Menschen. Und das ja, fanden wir schön, fanden wir eine gute Idee. Und das Buch ist ziemlich eingeschlagen. Also wir waren mega, mega, mega stolz. Aber es war auch, das Timing war super, weil es kam im April 2020 raus. Die Zeitungen und TV-Stationen hatten keine Ahnung, wie sie ihre Sendezeit für den Sport füllen sollen. Und Okay. dann kam so ein Sportbuch raus. Und das war super, weil ich glaube, wir sind von, ich konnte mir spontan, kommt mir gerade kein großes Medium in Sinn, das uns das Buch nicht aufgegriffen hat. Schön. Weil sie einfach die Zeilen füllen mussten. Wunderbar. Super. Sehr, sehr gut. Jetzt, wenn man mit dir gern Kontakt aufnehmen möchte, wie macht man das jetzt am einfachsten? Ja, ich habe eine Homepage. Dort hat es Kontaktdaten. Man findet mich auf Instagram, man findet mich auf LinkedIn und immer unter meinem Namen Janine Bohrer. Okay, sehr gut. Gibt es jetzt zum Schluss noch irgendetwas, wo du uns noch abschließend mitgeben möchtest? Mehr lachen. Und zwar, ich lebe in Zürich, ich bin Baslerin. Wahrscheinlich hört man das hinter meinem Hochdeutsch hervor. Und ich lebe in Zürich und ich erlebe immer wieder, oder ich finde, die Stadt ist, und ich möchte da nicht böse sein, aber die Menschen sind ein bisschen leer. Man begegnet sich auf der Straße, man hat keinen Kontakt, keinen Blickkontakt, jeder ist für sich. Velofahrer gegen Autofahrer gegen Fußgänger und, und. Und ich wünschte mir mehr Weichheit, dass man vielleicht einfach mal einander in die Augen schaut und Kontakt aufnimmt, schnell ein bisschen lächelt und weitergeht. Ich glaube, das würde uns so gut tun. Wenn ich sehe auf der Straße, da hat jemand irgendwas, trägt eine schwere Tasche oder was auch immer, warum gehe ich nicht hin und frage, kann ich ihnen helfen? Einfach nett uns wahrnehmen, sich gegenseitig wahrnehmen und ein bisschen interagieren. Das wünschte ich uns als Gesellschaft. Und das kann jede einzelne Person ja für sich auch machen. Da braucht man niemand dazu. Ich kann jemand anlächeln. Ich kann das. Statt einem Autofahrer den Mittelfinger zeigen, kann ich ihn schnell anlächeln. Auch Sehr wenn gut. vielleicht der Mittelfinger näher wäre manchmal auf dem Velo. Wunderbar.
Janine, vielen, vielen herzlichen Dank. Und jetzt sind wir wieder beim Anfang, wo ich dir gesagt habe, wie du auf mich, also wie wir da zusammengekommen sind auf der Messe. Das ist diese unkomplizierte, freundliche, ganz natürliche Art und Weise, die mich sehr beeindruckt hat. Und auch dieses Gespräch hat mir wieder gezeigt, wie schön es ist, auch sich wieder auszutauschen, jemanden wie dir jetzt auf die Bühne zu geben. Ich freue mich über die vielen Einsichten und wünsche dir alles Gute weiterhin und bis bald vielleicht wieder hier in Zürich. Alles Gute. Hey, danke vielmals, Christoph. Danke.